Ein mit einer Pistole bewaffneter Mann hat Montagvormittag eine Bank im Leondinger Stadtteil Doppel im Bezirk Linz-Land überfallen. Eine Fahndung ist vorerst erfolglos geblieben. Der Mann ist um 9.15 Uhr in die Filiale, in der sich zu diesem Zeitpunkt nur eine Mitarbeiterin aufgehalten hat, gekommen. Er hat sie mit einer Pistole bedroht und hat Geld gefordert. Die Frau packt Bares in einen Plastiksack, den der Täter mitgebracht hat. Daraufhin flüchtet der Unbekannte zu Fuß. Der Täter wird als 1,90 Meter groß und leicht mollig beschrieben. Er ist mit einem dunklen Schlauch sowie einer dunklen Haube maskiert gewesen und spricht Deutsch mit ausländischem Akzent. Hinweise sind an das Landeskriminalamt Oberösterreich erbeten.